Willkommen zurück zu Gothic beim dritten und letzten Gang in dieser Ork-Höhle, den ich schon mal versucht habe zu knacken. Allerdings bin ich ja dabei ein bisschen kläglich gescheitert. Mittlerweile habe ich aber eine stärkere Waffe, ein paar Lebenspunkte mehr und gehe auch den anderen Weg, nämlich links rum statt rechts rum. Ist da vielleicht ein Loch in der Decke, wenn das hier so eingestürzt aussieht? Sieht gerade nicht so aus, ne? Weil irgendwo muss das Loch im Boden aus dem mittleren Gang ja hinführen. Andererseits müsste das natürlich rechts da drüben irgendwo sein, gegenüber. Und nicht hier. Verdammt, da kommt ein Ork, der hat mich gesehen. Ork-Krieger, nein, die sind stärker, verdammt. Ah, nein, so knapp. So knapp. Und mein Begleiter hat mal wirklich mal wieder nichts getan, bis ich irgendwann gestorben war. Dann hat er seine Waffe ausgepackt. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Bug ist oder so sein sollte. Ich finde es jedenfalls ziemlich ätzend. So, jetzt komm her, Krieger. Komm schon. Ja, da bist du. Da hast du mich. Sehr schön. Jetzt gehen wir in die Höhle, wo uns keiner mitkriegt, wo uns keiner beobachten kann. So, Krush-Urok hat er da. Das ist natürlich eine Waffe, eine Ork-Waffe, die 55 Schaden macht, eine Zweihandwaffe, die kann ich sogar selber auch schon benutzen, ich habe irgendwie 60 Stärke oder so. Allerdings fehlt mir halt der Zweihänder-Skill. So, ich hätte gerne 140 Lebenspunkte zurück. Ich fange schon wieder an mit Zählen. Ich futter mich mal eben wieder gesund. Und wo ist eigentlich der komische Baal, der mich hier begleiten sollte oder den ich hier begleite? Wie viel fehlen hier, 10 oder 5? Ah, 5. Wegen 5 esse ich kein Fleisch. Das ist mir zu viel Verschwendung. Habe ich vielleicht irgendwas, was... Ah, na ja, klar, ein Wasser, komm. Da bin ich voll geheilt. So, zum Nachspülen nach dem ganzen Fleisch. Und natürlich auf den Sieg gegen den Ork. Wo ist der? Wo ist der Baal? Warum ist der nicht hier? Junge. Oder bleibst du zurück und erforschst irgendwie die... Hallo? Wo ist der? Jetzt sag mir nicht, Spiel, dass du dich schon wieder verbuggt hast. Naja, da unten, wo ich gerade war, ist er ja nicht. Er könnte in einem der anderen Gänge sein. Er könnte allerdings auch Richtung Ausgang sein. Vielleicht geht es ja hier wirklich nur um diese beiden Pergamenthälften und er ist deswegen schon wieder draußen. Ich gucke aber trotzdem nochmal hier drinnen durch. Naja, hier ist er nicht. Ich liebe dieses Spiel einfach. Naja, wie gesagt, inhaltlich ist es super. Die Story ist richtig cool. Die Atmosphäre finde ich richtig geil. Vor allem für dieses Alter. Aber die Bugs oder diese wenn es manchmal so rumspinnt, das nervt einfach. Technisch könnte man bei diesem Spiel viel besser machen. Na gut, hier ist er nicht. Dann werde ich jetzt mal Richtung Ausgang laufen. Eventuell ist es ja tatsächlich so, dass die beiden Pergamenthälften und der Übersetzungstrigger alles waren, was es hier in der Höhle braucht. Vielleicht reicht ihm das hier. Ach, da ist er doch. Ah, da ist er doch. Na, ey, jetzt musst du mir aber sagen, wo warst du? Wo warst du? Ah, toll, Ende. Danke.
Bist du noch da? Ja, komm her. Bei Fuß. Bei Fuß. Ja, so ist fein. Jetzt nochmal speichern. Und jetzt aber runtergehen. Sag mal, irgendwie ist heute gerade der Wurm drin bei der Aufnahme. Da kommt er. Ich höre ihn hinter mir. Verdammt! Nein! Junge, kämpf! Baal, kämpf! Halt sie auf! Steh mir nicht im Weg rum! Was soll das denn? Ah, weißt du, wenn du schon zwischen mir und den Orks stehst, dann kämpf doch wenigstens gegen die Orks. Nein? Du stehst einfach zwischen mir und den Orks, sodass ich nicht anvisieren kann, tust aber selber nichts. Ah! Sowas regt mich auf. Wenn du dich nicht nützlich machst, dann geht zumindest aus dem Weg. Meine Güte. Da ist die KI in Deus Ex dann doch um einiges besser. Andererseits, hatte man Deus Ex überhaupt Kooperation? Ich glaube nicht. Na, komm her. Na, komm her. So, was bist du für einer? Bist du der Letzte? Ich glaube, du bist der Letzte. Ja, komm her, ich hab dich. Jetzt zieht er seine Waffe hinter mir, ne? Im letzten Moment. Ja, 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 so haben wir es gern. Ich höre schon auf. Wow. Kann ich da hoch? Ja, da kann ich hoch. Nun gut, aber zuerst werde ich mich mal hier hinten noch weiter umschauen. Hier kam ich ja zu nix wegen den Orks. Wegen der Orks. Ich frage mich, ob man diese Tore hier öffnen kann. Und ich glaube. Ach nee, ich dachte, hier wäre noch eine Fackel von mir gewesen. Da ist auch nichts mehr. So, wie komme ich jetzt da hoch? Hier ist auch nichts mehr, ne? Ne. Wie komme ich jetzt da hoch, auf diese Empore? Hier hinten geht es ja irgendwie auch nicht mehr weiter. Muss ich vielleicht wirklich da durchklettern oder so? Oh, komm schon. Stell dich doch nicht so an. Bitte. Mhm, das funktioniert schon mal. Ja, ich glaube, da komme ich tatsächlich hoch. Ja. Ist jetzt hier irgendwo ein Loch in der Decke? Grafikfehler. Ich suche ja das Loch in der Decke von dem anderen Gang. Ich glaube, das ist das hier. Nö, doch nicht. Vielleicht muss ich mich doch einfach mal runterfallen lassen. Gucken, wo ich dann rauskomme. Was denn für ein Raum? Yay, ich bin auf dem Altar. irgendwie bringt das nichts. Der Baal kommt hier auch nicht hoch. Und irgendwie gibt es hier oben auch nichts mehr gefühlt. Vielleicht da? Hier vielleicht, hä?
Nein. Hätte ja sein können, dass es ein Gang wäre. Hätte ein Gang sein können. Na gut. Dann gibt's hier gerade erstmal nichts mehr außer dem Loch im Boden. Ich wüsste schon gern, wo das hinführt. Ich glaube doch, dass das einfach jetzt noch was soll's. Ist doch jetzt egal. Komm her. Wo ist mein Freund? Ich habe keine Ahnung, wo er sich wieder rumtreibt. Der wird schon wieder auftauchen, ganz bestimmt. Der wird sich wieder zeigen. Sag ich doch. So. Und jetzt. Einmal da runter. Und da bin ich tot. Na, klasse. Dann heile ich mich mal und hoffe, dass das dann ausreicht. Nein. Aber hier drüben ist es, glaube ich, nicht ganz so tief. Weil da so eine Erhebung im Boden ist, die ich vorhin für, oder in der letzten Folge für Gräber, für ein Grab hielt. So, und bevor ich da jetzt runter... Gut, dass ich da gerade gespeichert habe. Wow, es hat geklappt. Sehr cool. Warum es gerade gut war, dass ich gespeichert habe, weil das hier ist jetzt eine neue Aufnahme. Denn in der letzten Aufnahme ist mir direkt nach dem Speichern die Mikrofonaufnahme abgestürzt. Was ein bisschen ätzend ist. Zum Glück habe ich relativ bald danach auch die Aufnahme beendet. So dass ich nicht wirklich viel verloren habe und insbesondere habe ich den Spielstand nicht überschrieben. Und ich sehe gerade, hier unten war ich doch schon. Das ist der andere Gang. Das war ja voll unnötig, hier runter zu springen. Na komm, dann würde ich sagen, Balukor, hauen die hier ab. Genau, der Grund dafür, dass mir die Aufnahme abgestürzt ist, den weiß ich mittlerweile auch. Und zwar habe ich halt nicht, ich wusste nicht, dass das Audioaufnahmeprogramm auf die SSD aufnimmt. Und die SSD ist ja naturgemäß ein bisschen kleiner als meine Festplatte. Und ich habe aber mir letztens auf Steam ein paar neue Spiele gekauft und habe die aus Performancegründen alle auf die SSD kopiert. Und dadurch war halt die SSD dann irgendwann einfach voll. Und das war halt eben tatsächlich ziemlich genau bei dem Speicherstand, den ich da gerade gespeichert habe. Kurz vorm Runterspringen. Und deswegen stückel ich jetzt diese Folge aus zwei Aufnahmen zusammen. Ah, hier ist eine alte Fackel von mir. Die würde ich gerne, was geht, mitnehmen. Ja, ich hoffe, das merkt man jetzt nicht allzu sehr, dass ich da geschnitten habe. Und beim letzten Mal hatte ich das Problem, also in der abgestürzten Aufnahme, dass der Typ da zwar mitkam, aber dann draußen plötzlich verschwunden war. Deswegen habe ich da jetzt gerade nochmal kurz vorm Ausgang gespeichert. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob der überhaupt hier direkt aus der Höhle mit mir rauskommen soll. Könnte ja auch sein, dass der jetzt plötzlich einfach, keine Ahnung, im Sumpflager schon wieder ist oder so, oder weiter vorne auf mich wartet. Schauen wir mal, was so die Zukunft bringt, ne? Also, diese Zauberrolle, hat er die oder habe ich die? Na, beim Essen wird sie nicht sein. Da ist sie auch nicht. Orkischer Teleportzauber. Ich könnte ihn sogar benutzen. Ah, und das sind wieder diese Hundeviecher. Warte mal. Wo sind jetzt die Fackeln? Da, 15. Boah. Wie
Wie viele Fackeln habe ich denn? 16, wow. Bisschen Inventarmanagement hier zwischendrin. Und ich fürchte ja, gegen diese Viecher komme ich selbst mit der neuen Waffe noch nicht so richtig gut an. Aber ich probiere es einfach mal. Vielleicht schaffe ich es ja auch nur ein oder zwei rauszulocken, statt die ganze Horde gegen mich aufzubringen. Ja, Gucci, komm her. Ja, da ist er. Sehr gut. Jetzt ein bisschen weglocken, bevor er aggressiv wird. Nicht, dass da seine Kollegen direkt nebenan stehen und dann mitkriegen, dass wir uns hier prügeln. So, das sollte reichen. Wow! Krallen, Zähne und Fleisch. Geile Sache. Das lohnt sich, die zu verprügeln. Das heißt, hier sind noch 360 Erfahrungspunkte drin. Das reicht jetzt gerade nicht. Also ja, was heißt, das reicht gerade nicht. Das reicht so überhaupt nicht fürs nächste Level. Aber ist egal, wenn ich schon mal hier bin. Ich habe die Höhle komplett durchsucht. Von daher werde ich hier wahrscheinlich später nicht mehr allzu viel holen können. Also bezweifle ich, dass ich hier wieder herkomme. Und dann möchte ich die Erfahrung doch gerne mitnehmen. Aber wie befürchtet, werden die Kollegen aufmerksam, wenn man in ihrer Nähe einen von ihnen angreift. Das ist allerdings halb so wild, denn auch hier war ja wieder der erste tot, bevor der zweite herkam. Allerdings, so wenig sie auch aushalten, so viel teilen sie aus. Also der eine hat mich jetzt gerade zweimal getroffen oder so. Und das macht schon echt gut Schaden. Ja, 40 Schaden. Also eigentlich sogar 85 Schaden machen diese Teile. Weil ich ja Rüstschutz hab. Ja, komm. Hier, Wurzelsuppe. Lecker Wurzelsuppe. Moment, was? 40 Schaden? Doch, ja, 40 Schaden. Ach so, nee, natürlich mal 2, ne? Also 80 Schaden. Da war ich gerade irgendwie in Gedanken bei 40. Aber ich wollte ja eh aufhören, die genauen Lebenspunkte zu zählen. Ich speichere hier mal. Und ich will jetzt eigentlich zurück zum Sumpflager. Ich könnte da jetzt natürlich außen rumlaufen, was ein bisschen langweilig wäre. Ich könnte aber auch die Abkürzung nehmen. Das probiere ich einfach mal. Ich meine, was soll's. Ich habe ja gespeichert. Ja, spring! Okay. Das hat nicht geklappt. Aber ich kann immer noch in den Fluss reinspringen und versuchen, über den Wasserfall schneller runter zum Sumpflager zu kommen. Das will ich dann auch mal ausprobieren. Und wenn das dann nicht klappt, dann werde ich, die Folge ist jetzt gleich voll, dann werde ich offscreen runterlaufen, um euch die ganze Lauferei so ein bisschen zu ersparen. Es sei denn, es passiert natürlich irgendwas Tolles. Wenn was Tolles passiert, dann erfahrt ihr es natürlich. So, Fluss! Yay! Kann ich in die Oberfläche, damit ich zumindest nicht ertrinke? Ja, das klappt. Wow! Yippie! Ab nach unten! Aha. Sieht aus, als wäre es erfolgreich gewesen. Finde ich super. Ja, voll gut. Nette Abkürzung. Von oben nach unten. Und mehr als Abkürzung ist es eigentlich sogar eine Abwechslung. Ich müsste eigentlich mal die Wasserfälle noch genauer angucken, ob es da hinten dran was gibt. Das ist ja öfter mal so ein typisches Versteck für irgendwelche Höhlen oder so, oder wertvollen Gegenstände in den Höhlen drin. Aber hier ist nichts. Der andere, über den ich gerade runterkam, der hatte auch nichts. Und ich glaube, hier ist dann noch der dritte. Kann sein, dass ich mir die sogar schon mal angeguckt habe. Falls ja, bitte ich das zu entschuldigen. Hier ist auch nichts. Nein, na gut.
So, dann, da ist glaube ich schneller. Wobei, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mal so sicher, ob es wirklich Zeit gespart hat, hier runter zu schwimmen. Habt ihr irgendwas für mich zu sagen? Nö. Ich muss ja eigentlich zum Tempel und nicht zu den Typen hier. Nein! Ah, es ist so ätzend, hier aufzutauchen. Weil man schwimmt unter Wasser mit der Springtaste. Aber wenn man an der Oberfläche ist, dann kommt man mit der Springtaste wieder unter Wasser. Und es ist halt ein bisschen schwer zu dosieren, weil der Zeitpunkt, war nicht besonders schlau, oder die Zeitspanne, die man loslassen kann, um oben zu bleiben, ist relativ klein. So, Talas, komm mal her. Ich hab das Ding. Hä, was? Warst nicht du derjenige? Du hast mich doch dahin gebracht. Da. Da bist du. Hä? Was? Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis dann. Das ist alles Blödsinn. Ich suche Kokalom, richtig. Der hat mich ja beauftragt, in die Höhle zu gehen. Ist der dann jetzt hier drin und nimmt Iberions Platz ein? Ja, das sieht tatsächlich so aus. Nein, das ist die... Wem fällst du denn Luft zu? Das ist ja voll unnötig. Okay, ich nehme alles zurück. Korkalom scheint hier nicht zu sein. Ne, da ist die andere Dienerin. Und hier drüben... ist irgendwie auch niemand. Hm... Na gut, dann werde ich Korkalom wahrscheinlich in seiner Hütte finden. Aber die Folge ist jetzt auf jeden Fall voll. Und ich muss mal gucken, wie ich das Ganze sinnvoll zusammenschneide. Wie auch immer, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann bei Korkalom wieder. Tschüss!